wichtiger 3:0-Sieg für den TSV in Allerheiligen. Uwe, die Leistung war heute nicht, sage ich mal, berauschend. Im Endeffekt wichtige 3 Punkte. Ja, das stimmt, Roland. Ich meine, es war ein erwartet schweres Spiel da in Allerheiligen. Ich wusste, kleiner Platz, wird viele Zweikämpfe geben. Wir haben ein paar 0-0, hat uns das Weg gerettet, sage ich, vom Rückstand. Aber dann haben wir aus unseren wenigen Chancen heute 3 Tore gemacht und das spricht auch für eine klasse Mannschaft, sage ich. Jetzt heißt es konsequent weiterarbeiten und weiter an unserem Ziel arbeiten. So ist es. Wir werden am Montag das Spiel aufarbeiten und dann geht es schon wieder los auf die Vorbereitung gegen Wolfsberg. Wie schwer ist die Umstellung von einem doch größeren Platz zu Hause auf so kleine Spielfelder wie hier in Allerheiligen? Ja, es ist, man muss natürlich in die Zweikämpfe dagegen halten, muss enorm handlungsschnell sein auf solche Plätze. Und wir sind ja eher eine spielerische Truppe, versuchen immer alles spielerisch zu lösen und das geht halt da auf so einem kleinen Platz nicht immer. Da muss man halt auch mal mit hohen Bälle und zweite Bälle behaupten, so agieren. Und ich glaube, das haben wir recht gut gemacht, sage ich dann. Super, danke. Bitte. Zinki, Doppelpack heute gegen deinen Ex-Club in Allerheiligen. Natürlich zufrieden. Auf jeden Fall zufrieden. Es hat wieder funktioniert. Es hat am Anfang, das haben wir schwer eingefunden, aber unterm Strich sage ich verdient gewonnen und bin umso glücklicher, dass ich 2-mal getroffen habe. Vor allem nach den Chancen, was du heuer schon vergeben hast. Ja, ein paar Chancen schon vernebelt. Zu viel nachgedacht vielleicht vom Tor und heute einfach entschlossen rein und dann kommt irgendwann der Erfolg und ganz wichtig heute, ja. Super, danke.